Meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22. Nordfriesischer Marsch vierfach am Dienstag. Einen wunderschönen guten Morgen. Grüß euch. So, wir werden heute Gerste sehen. Wir werden heute Gerste sehen. Alles andere ist Quatsch. Auf der 77. Die ist, glaube ich, relativ links. Die ist nämlich genau hier. Das ist unsere Feldposition. Dann werden wir gleich einen Kurs erstellen. Dann werden wir gleich die Düngerfunktion rausnehmen und dann werden wir den gleich starten lassen. Dann sehen wir den hoffentlich nie wieder. So, warte. Traktor. Düngerfunktion. Deaktivieren. Speichern. Richtig und wichtig, meine Damen und Herren. Müsst regelmäßig speichern. Heute Abend wieder Livestream, ne? Circa 20 Uhr. Schaut gerne mit vorbei auf Twitch. Würde ich mich sehr freuen. So, los geht's. Ab geht's. Tschüss. So, was ist der nächste? Wo ist denn eigentlich meine Presse? Ich traue mich an. Da ist sie. War hier schon mal. Der LKW fährt. Ich fress ein Besen. Was ist denn hier los? Der LKW, er fährt einfach, ne? Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, aber er fährt einfach. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So, den werden wir nochmal hier aufräumen. Mineralfutter. Ja, lass ihn mir fürs nächste Mal nochmal stehen. Aua, Detter macht hier richtig Lärm, ne? Vielen, vielen Dank für 300 Bits. Vielen, vielen Dank. Ecke. Ein Besen mit Senf oder Ketchup? Tatsächlich Mayo. Bitte Mayo, ne? Da kommt ein Kühltransporter. Wir haben, glaube ich, kein Heu mehr. Ich weiß, dass das Heu leer wird. Ich sehe das, ich weiß das. Bin aber der Meinung, dass wir keins mehr haben. 332 Liter. Wichtig. Nee, haben wir nicht mehr. Ist auch okay, muss ich hier ehrlich sagen, weil ich glaube, dass wir von den Heumissionen ein bisschen was übrig haben werden. Von dem her geht das wieder. So, der hat jetzt noch zwei Bahnen. Komm, mach die zwei Bahnen. Bitte, in dieser Folge noch. Das wäre so genial, wenn wir das Ansehen wirklich als beenden erklären können. Aber da fällt mir gerade ein, wir müssen noch walzen, ne? Wollten wir walzen? Ich weiß nicht mehr, ob wir walzen wollten. Ich glaube, wir haben gesagt, wir walzen nicht, ne? Also, würde ich nicht mehr. Ich glaube, es wird nicht verdrängt oder vergessen. Eins von beiden muss es sein. Ich brauche nie walzen, richtig. Jetzt hat's wieder vergessen, ne? Die Gedanke dir. Wir haben schon gewalzt. Der Walzskript ist ja gemacht, getan, getutut. Das heißt, wir können uns wirklich einfach zurücklehnen und einfach warten, bis reif wird. Ist einfach schön. Nee, Unkraut. Was ist mit Unkraut am nächsten Tag, ne? Oder haben wir beim Vermehrungsgras kein Unkraut? Oh, guckt euch an. pH-Wert gut, Stickstoff perfekt. Das ist doch einfach herrlich, du. Und hier, so zum Vergleich. Gut, aber kein Stickstoffwert. Oder zu wenig. Und hier... Hier haben wir gar nichts. Also das gute Werte, das ist okay. Aber wir haben hier, glaube ich, im Vermehrungsgras hat gerade Unkraut. Das ist ja tipptopp. Gibt nur Pluspunkte fürs Vermehrungsgras, ey. So, dann stellen wir schon mal ein, dass er nach Hause fährt, der gute Holmeister, ne? Ja. Ab nach Hause. Dann, was haben wir noch? Du hast noch ein bisschen drin. Ey, im schlimmsten Fall müssen wir wirklich gucken, dass der Dünger ausgeht, ne? 4 Minuten, meine Damen und Herren. 4 Minuten. Mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Hör auf damit. Nicht jetzt noch zum Schluss raus. Er fährt einfach die Heuballen weg. Da kennt er nichts. Da kennt er nichts. So, hier wird gedroschen. Hier wird auch... Was ist denn mit dem? Ist der jetzt schon länger weg? Muss ich mal gucken, ob irgendwo ein Fahrzeug aus so einem Graben rausguckt, ne?
59. Behalten wir das mal im Auge. Fällt 59, 67% Fortschritt. Gut, da kommt der Abfahrer. Wir vergessen das gerade. Okay, den müssen wir jetzt nochmal fix machen, weil der muss nämlich das Wasserfass fahren. Oh, da müssen wir heute nochmal einen Kurs anfahren. Na, heilige Maria, na schön. Feld 5, was soll denn auf Feld 5 sein? Wie er einfach in die Garage passt. Kleegras, ja, und was soll ich da nachgucken? Warum muss man das jetzt hier reinspammen? Warum tut man das? Das steht überhaupt nicht auf der Agenda aktuell. Reisig für Heu, da kann ich mich mit anfreunden, ja. Könnte ich mich mit anfreunden. Wir machen jetzt hier mal das Wasserfass voll. Also das Fass voll ist eigentlich kein reines Wasserfass, aber das Fass voll. Und dann, schauen wir uns nochmal ganz fix. Das habe ich die ganze Woche nicht geschafft. Wie geht's den Tieren? Stroh könnte man mal nachfüllen, aber prinzipiell geht's ihnen gut. Da ist Stroh wiederum fast voll, ne? Ja, ja, ja. Was kostet ein Hühnerstall? Ich bin ja ein Freund davon, Punkte abzuarbeiten. Ich bin ja wirklich ein großer Freund davon. 2000 Hühner? Alter, wo soll ich das Ding stellen? Gut, es hat keiner gesagt, das muss ein großer sein, ne? Da sehe ich mich. 6000 Euro? Tipptopp. Achso, das ist einmal grün und einmal rot, oder was? Nee, so machen wir das nicht. Zwei Stück für 150 bekommt er 2400 Hühner. Ist ein Argument, du. Ist ein Argument. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz was feststellen. Wir haben hier keine Punkte. Ich flippe so aus. Okay, da müssen wir uns einfach selber behelfen. Und den schicken wir jetzt mal zu 16. Und wir müssen dann mit Dingens weitermachen einfach. Wir müssen einfach dann weiter Punkte einfahren. Und auf der Seite wird es auch immer mehr. Die Arbeit ist beendet. Ach, hör doch auf. Ehrlich jetzt? Ach, bitte. Okay, dann nehmen wir da schon mal den raus. Bringen den weg. Was hast denn du bei? Sojabohnen. Weißt du, was wir machen? Du fährst mit zur Getreide AG, aber du lädst nicht ab. Das hat in der Vergangenheit einfach richtig gut funktioniert. Getreide AG, hinfahren, Klappe halten. Du bist fertig? Ja, glaubst aber nur du, ne? Ab auf die 45, mein Freund. Los geht die wilde Fahrt. Wir können dir auch gleich einen Kurs mitgeben. Habe ich nämlich gesehen. Haben wir gespeichert. Die haben nicht gespeichert, oder? Nee, ich habe den Schwaderkurs genommen. Quatsch mit Soße. Laden. Da ist der Wegpunkt. Zack. Und los geht die wilde Fahrt. Achso, ja. Gut. Na klar. Was? Wieso muss ich den auffüllen? Ist deaktiviert, hä? Sollst das ansehen, ne? Das haben wir schon... So weit, glaube ich, wurde das verstanden. Bin ich falsch? 77? Sehen. Erste. Ja, war das Problem? Doch, das passt. Verstanden, warum wir das jetzt machen will. Wir sind fertig mit dem Ansehen. Ah, endlich.
Oh. Wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir hier fertig sind mit Mansehen. Oh Gott. Das heißt natürlich auch, wir können das Feld räumen, ne? Das freut mich tatsächlich jetzt wirklich, dass wir fertig sind. Puh. Wann Leven News, glaube ich. Danke dir für 14 Monate, guten Abend und ja, keine Ahnung, Ratiofarm, irgendwas. Danke dir für 25 Monate. Vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. 78 ist fertig, ey. Ich mache 3 Kreuze heute. Warte, muss nicht wieder entladen werden. Ja, ist doch schon da. Beruhige dich. Ah, ein schönes Fahrzeug, ne? Muss man sagen. Schöne Gerät. Achso, ja, das muss so. Das muss. Wie komme ich jetzt hier hoch? Oh nö. Da müssen wir uns einfach mal drum kümmern jetzt. Das machen wir jetzt einmal, dann ist gut. Ist ja nicht ein Krank. Brems, brems, brems. Hey, 100.000 Liter Wasser schieben auch nicht, weißt du? Nein. Kein Problem. Wir hatten den Graben da reingezimmert. So, da jetzt hoch und dann habe ich alles erlebt, was ich erleben wollte. So, dann werden wir uns mal hier aufrufen, wie denn die Kurse hier angelegt sind. So, lass mich mal gucken. Das ist tatsächlich gut geworden vom Abstand her. Das, wir haben vielleicht noch ein paar Bäume drin, aber das ist Sichtschutz. Das ist okay. Das ist Sichtschutz. Es gibt eine Anbindung hier. Guck dir das mal an. Aha. Ein Rundkurs? Das ist ein Rundkurs. Warte mal, wie kann ich denn das löschen? Nicht hier jetzt. So und so mache zum Beispiel. Können da nicht einfach die ganzen verschwinden nach hinten hin? Die passen ja so oder so nicht, ne? Also die passen ja null. Machen wir mal einen ruhigen Moment. German Zombie, danke dir für 7 Monate. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Danke, danke, danke. So, dann fahren wir hier mal rein. Und werden uns die Fabrik hier mal ein bisschen angucken. Ich habe so ein kleines Gefühl, dass ich hier reinfahren könnte. Hier wäre noch eine Ausfahrt. Hier wäre auch irgendwas. Okay, Kartonpalette sind da. Ist hier Wasser? Ach du Heilige, ich weiß auch nicht, wo Wasser ist. Das ist doch Sand hier, da brauche ich doch kein Wasser hinbringen. Wo wollt ihr denn das Wasser haben? Ist hier Wasser? Hier muss Wasser sein. Ja, hier muss Wasser sein. Was ist hier? Ah, hier kann ich dann Ware abholen, theoretisch. Und hier? Ich habe keine Punkte gemacht. Oh. Oh. Moment, Moment. Wir müssen nochmal zurück. Ist das neu, dass man... Achso, ja, ich bin ausgestiegen, ne? Selber schuld, Werner. Selber schuld. So, das wird dann ein Puzzlestück-Dingens, aber das ist dann halt so.
Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das ist ja ekelhaft hier. So, das ist der Abholpunkt. Den brauchen wir aktuell nicht, weil ich weiß nicht, ob ich es abholen werde, ob ich es verkaufen werde direkt oder... Weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch Gedanken so machen. Dann machen wir hier schon mal einen Punkt. Glasfabrik. Wasser abladen. So, laden wir ab einen Schluck. Dann fahren wir vorne wieder raus. Müssen aber gleich nochmal die Runde fahren. Ja, so machen wir es. Gut, meine Damen und Herren. Alles das und vieles mehr. Gerne wieder heute Abend im Livestream oder morgen früh sonst bei einer weiteren Folge hier auf der Marge. Ich würde mich sehr freuen. Heute sind wir fertig. Danke fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bye, bye.